Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. Ich hoffe echt, dass dieses Audioproblem behoben ist. Mein Mikrofon hängt jetzt ganz woanders. Es hört sich hoffentlich nicht mehr so an, als würde ich in eine Badewanne reinquatschen. Glaub mir, es hat mich auch aufgeregt. Ich hatte gestern echt viel Zeit für Videos und ich habe nur ein einziges Video gemacht, weil ich hätte am liebsten 5 Stück gemacht. Naja, Wildkatze. Habe ich schon mal damals ein Video gemacht, vor 8-9 Monaten, aber ihr habt es euch gestern im Stream sehr stark gewünscht, dass ich die Wildkatze euch nochmal vorstelle. Vor allem jetzt, wo wir viele Vergleichswerte haben und die Wildkatze nicht mehr die erste SMG ist, oder MP ist, die wir auf Doppelkrit bauen können, sondern es ist halt jetzt quasi nur noch eine MP von vielen. Aktuell könnt ihr sie natürlich in den Militärlamas ziehen und wir quatschen ganz kurz über die Perks. Ich habe jetzt gerade schon geredet, ohne dass mein Mikrofon an war, also das war höchst professionell und habe währenddessen mein blaues letztes Perk auf legendär gemacht. Das war's aber auch. Da ist es mir schon aufgefallen, dass ich ein Doof bin. So, quatschen wir über die Perks, nicht über meine Intelligenz. Also auf Doppelkrit würde ich diese Waffe definitiv bauen, denn schaut jetzt mal, wir haben 38% Crit-Chance und 320% Crit-Schaden, das ist echt ordentlich. Jeder dritte Schuss trifft mit dem 4,2-fachen Schaden, denn 320% Schaden gehen ja auf die 100% Standardschaden drauf. Dann haben wir natürlich noch Nachladezeit 3,3 Sekunden, was ganz schön okay ist. Für ein 50er Magazin, das heißt Nachladezeit und Magazingröße müssen wir eh nicht verfuschen. Deshalb können wir hier auf Magazingröße verzichten, hier können wir auch auf Magazingröße verzichten und hier auch auf die Nachladegeschwindigkeit. Hauptsache, wir haben zweimal kritischen Schaden und einmal kritische Trefferwertung. Ich habe nämlich auch gelesen, im 45er Flüstern Video von wegen, hey, man kann die 45er Flüstern doch auch auf doppelten kritischen Schaden bauen. Das ist richtig, allerdings hat man dann gar keine kritische Trefferwertung. Und ich habe auch diesen Kommentar beantwortet mit, es ist zwar schön, wenn man das auf zweimal Crit-Schaden machen kann, aber das ist dann so wie, als würdest du dir ein Glas kaufen, aber du kannst dir niemals etwas zu trinken kaufen. Es bringt dir einfach rein gar nichts. Es bringt dir nichts, wenn deine Waffe 1000% Crit-Schaden macht, aber 1% Crit-Chance hat. Das ist lieber, es ist natürlich sinnvoller, immer sinnvoller, Crit-Trefferwertung und Crit-Schaden zu kombinieren. Element ist noch physisch. Das heißt, eigentlich sollten die Zahlen sehr gut lesbar sein. Ich werde dies aber jetzt ändern, denn ich habe auch im 45er Flüstern-Video gesagt, auch wenn ihr es nicht verstanden habt, weil die Soundqualität absolut miserabel war, was mir auch wirklich leid tut. Ich habe es gestern im Stream auch nochmal ein bisschen eingestellt und auf Discord, also nochmal riesen Danke an euer Feedback dafür, dass das Mikrofon jetzt eine neue Position hat und so weiter. Es macht natürlich jetzt definitiv wieder Sinn, Elemente zu spielen. Denn durch die neuen höchsten Zonen ist es wieder so, man hat viele Waffen, man hat sehr viel Entwicklungszeug und man hat aber auch immer für 24 Stunden dieselben Missionen. Das heißt, wenn um 2 Uhr morgens ein Feuergegner in der 128er Gruppenmission ist, die man farmen möchte, dann ist da auch um 1.59 Uhr, ja, 23 Stunden später immer noch ein Feuergegner. Das heißt, wenn ihr euch wirklich vornimmt, eine Mission zu farmen, dann solltet ihr euch das passende Element aussuchen. Jetzt ändert es sich nicht mehr jede halbe Stunde oder alle 6 Stunden, sondern nur noch einmal am Tag. Also, denkt daran, dass kein Element das Beste ist. Energie ist nicht das Beste, Physik ist nicht das Beste, Feuer nicht, Natur nicht und Wasser auch nicht. Ja? Jedes Element, beziehungsweise diese drei Elemente hier, Feuer, Natur, Wasser, die haben jeweils eine Stärke, eine Schwäche und ein, ja, neutrales Ziel sozusagen. Und physische Energie sind so ein Ausgleichsding. Physisch ist natürlich extrem gut gegen physische Hüllen, keine Frage. Feuer ist extrem gut gegen Naturhüllen, keine Frage. Natur ist super gegen Wasserhüllen, keine Frage. Und Wasser ist gut gegen Feuer. Wer hätte das gedacht? Frag mal die Feuerwehr. So, ich werde die Waffe jetzt auf Wasser machen. Nee, auf Natur oder auf Feuer. Ganz ehrlich, ich weiß es gerade gar nicht. Ich mache die Waffe jetzt auf Feuer, weil ich habe noch keine Feuerwaffe. Ich habe allgemein auch keine Elementwaffen. Aber ich klatsche sie jetzt einfach auf Feuer. Und dann zeige ich euch kurz mein Helden-Setup. ja, ist natürlich noch das Falsche drin. Zack. Sturmgewehr Munitionszurückgewinnung mache ich weg. Ich brauche nämlich ein größeres Magazin, 30%. Das bringt mir mehr als 24% Chance zu haben, meine Kugel zu behalten. Das ist das Helden-Setup, mit dem ich reingehe. Ja, also nach viel Schuss. Wahnsinnsbotschaft, Schießwut wieder als Kombination. Nach mehreren Schüssen immer mehr Schaden machen. Crit-Schaden in den Hauptslot. Sturmwaffenschaden. Ich könnte auch auswechseln. Und lass mich mal gucken, hat die Kriegsschrei? Ne, die hat auch diese Fähigkeiten. Okay, hätte die Kriegsfrei gehabt, hätte ich hier ausgewechselt. Machen wir aber jetzt so. Haben wir keinen Stress. Gehen wir mal in eine Mission rein. So, jetzt bin ich hier in der Mission gelandet. Ist natürlich die 128er Gruppenmission. Sehen wir in den 140er normalen Gegnern. Ja, ich bin mir sicher. Und wenn ich ein Lager trigger, sollten die Gegner Level 174 sein.
so ungefähr. Deshalb sag ich mal, wir suchen uns das Lager da vorne. Erstmal die Magazingröße abchecken. 65 Schuss, die 30% mehr, okay. Lohnt sich eigentlich, echt. Es ist ungewohnt, wieder eine Elementwaffe zu spielen, das muss ich schon sagen. Also es ist wirklich ungewohnt. Ihr wisst ja, also wenn ich jetzt mal hier... ich habe auf jeden Fall noch meine Energiewaffe dabei. Ich bin gerade gegen Naturgegner, das heißt Feuer lohnt sich natürlich sowieso. 174er. Ja, die hauen natürlich echt ordentlich rein. Vor allem, wenn man alleine in der Mission ist. Das macht natürlich kein Mensch in einer 128er Mission. Eine Gruppenmission, solo reingehen. Ich habe gerade überhaupt gar nicht dran gedacht, dass ich auch viel weniger Leben habe, weil ich ja nicht in der Gruppe spiele. Jetzt muss ich eigentlich nachladen, ist natürlich doof. Nee, ich flüchte jetzt. Also das ist mir... Puh! Okay, 174er Lager, solo, ohne Gruppenbonus, ist schon hart. Haben wir denn hier irgendwo... normale Gegner. Ihr seht auf jeden Fall, dass die Zahlen echt gut reinhauen. Denkt dran, ne? Solo bin ich hier. Also, gehen wir mal hier rüber. Ja, 174 war der gerade, wer es nicht gesehen hat. Die ganze Patrouille ist Level 174. So, an der Reichweite muss ich sagen, da hängt es richtig bei der Wildkatze. Weil da macht die einen komplett auf Erbsenpistole. Die hat gar keine Reichweite. Ist aber auch verständlich, es ist eine Maschinenpistole. Da sollte man gar keine Reichweite erwarten. Ist ja auch zum Beispiel bei der Spectre so oder bei der Nordmann. Nach gefühlten 10 Metern streicheln die Schüsse die Gegner und heilen die wahrscheinlich auch noch, weil die so wenig Schaden machen. Hier, das ist noch ein Lager, da habe ich ein bisschen Respekt vor jetzt. Aber hier, so, physische Hülle, zack. Naturhülle wird komplett geschreddert. Da haben wir wieder den Reichweitennachteil, deshalb hüpfe ich jetzt hier drüber. Greift die Hexe von oben an. So. Professioneller Parcours hier. Also ihr seht auf jeden Fall an den Schadenszahlen und daran, wie die Gegner droppen, dass die Wildkatze extrem reinhaut. Sie war auch ziemlich lange eine richtige Favoritenwaffe von mir. Aber weil sie so viel Munition geschluckt hat, das ist übrigens immer noch der Fall, habe ich sie nicht so gemocht. Weil, und jetzt haltet euch zurück mit den Kommentaren. Weil man konnte dort nur 20 mal Munition craften, ja, man konnte hier nur maximal 20 Stück herstellen. Aber das Ding ist, man musste ja immer Doppelklick drauf machen. Jetzt habe ich mir einen 20-fach-Klick auf die Maus gelegt. Mittlerweile ist es ja so, du ziehst einmal den Balken lang, zack, baust alles an Munition, was du brauchst und hast gar keinen Stress. Deshalb finde ich die Waffe mittlerweile sogar wieder richtig gut, weil man nicht mehr Ewigkeiten im Menü verbringen muss, nur Munition zu craften. Das hat mich total aufgeregt. Vielleicht bin ich da ein bisschen kleinlich. Aber wenn ich ein Spiel zocke, dann will ich auch das Spiel hier zocken und nicht im Menü einfach alle 5 Minuten 20 mal reinklicken. Alter, wie haut sie den Smasher weg? Ich bin alleine, hallo, Mission, ich bin alleine. Das hat mich gerade überrascht. Also ein Natursmasher gegen Feuerwaffe. Joa. Der hinterlässt einfach nur noch so einen Lootbrocken. Mehr ist das nicht. Wie gesagt, Wildkatze bin ich echt ein Fan von. Wir können ja mal versuchen, ob ich hier den Überlebenden retten kann. Ich weiß nicht, ob die jetzt 174 spawnen oder 140. Aber ich lad mal lieber nach. 140, ja, das geht. Sollte machbar sein mit der Wildkatze. Lässt sich auch... Ich finde den Sound auch echt beruhigend, ne? Muss ich sagen. Ist nicht so ätzend. Nicht so stahlig. Bisschen freundlich ist die. Auch wenn es eine Wildkatze ist. Die ist echt freundlich. Doch, doch. Und den Überlebenden kriegen wir noch. Sie haben mich umzingelt. Ja, dann lauf doch richtig und nicht nur einen Schritt. Richtig, renn in die Menge rein. So macht man das, wenn man umzingelt wird. Du bist der Beste. Danke. Kaum zu glauben, du bist ja der Beste. Okay, jetzt. Da ist das Geschenk. Danke. Ich finde die Wildkatze verdammt komm überzeugend. Komm zu Papa. Ja, also, solltet ihr die Waffe ziehen, ja, wir gehen ins Fazit. Ab ins Fazit. Also, Wildkatze, lohnt die sich? Ganz, ganz ehrlich, also,
Wie gesagt, ich finde ja jetzt mittlerweile lohnt es sich wieder die Elemente zu spielen und das sage ich auch gerne häufiger, denn ich hätte auch gerne Teamkollegen, die mit vernünftigen Waffen spielen, wenn man eine Gruppenmission, vor allem die 128er macht. Deshalb würde ich sagen, es ist absolut gar nicht verkehrt, wenn ihr die Waffe zieht. Ich bin super zufrieden mit dem 6. Perk, mit dem Verlangsamen. Was ich auch noch feiern würde, wäre Leitschaden. Aber das war es auch. Obwohl, nee, noch 5 Kopfschüssen, mehr Waffenschaden wäre auch ganz nice, weil die Waffe halt so viele Magazine hat, nämlich 50 Schuss original. Deshalb finde ich wirklich, dass die Waffe überhaupt gar kein Fehlgriff ist. Und wenn ihr sie levelt, ja, oder ihr seid euch unsicher, dann klatscht sie doch auf ein Element. Zum Beispiel, was weiß ich, auf Wasser. Und dann spielt ihr die Waffe halt gegen Feuergegner. Die Waffe wird euch überzeugen, glaubt mir. Und mich hat sie auch überzeugt. Ich bin sehr froh, dass die Waffe wieder da ist. Vor allem wieder erreichbar für die Spieler, die noch keine hatten. Und in diesem Sinne kommt das Outro.